Hallo, hallo und willkommen zurück. Hallo. Zu Diablo 4. So, ihr. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Hast du die Sache mit dem Schmied und so schon fertig gemacht? Ja, habe ich. Okay, dann mache ich das mal eben kurz. Hast du den Bug auch? Ja, ja. Ich glaube, das ist allgemein, den hat jeder. So, ich will meine Ausrüstung verbessern. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Was habt ihr bloß damit angestellt? Hört mal, ob ihr lebt oder sterbt, hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Wenn ihr das Geld und das Material habt, kann ich sie für euch verbessern. Ja, dann sehr gerne. Segen des Vaters. So, wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, die Sachen klein zu machen oder zu reparieren. Wir dürfen Gegenstände auch verbessern. Ich nehme jetzt einfach mal den Dolch. Wir sehen ja, wir brauchen dafür ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold und zack, ist das Ding verbessert. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich nicht meckern. Die Ressourcen sind überschaubar. Das Gold haben wir auch. Deswegen hauen wir da einfach mal was drauf, ne? Damit wir mehr Schaden machen. Meine Taschen sind voll. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auf der anderen Seite unsere Tränke hier zu verbessern. Und zwar, ja. Nun, ihr seht jedenfalls aus, als würdet ihr viel Zeit in der Wildnis verbringen. Ich nehme an, ihr wollt auch ein paar meiner Elixiere, doch konzentrieren wir uns zunächst auf euren Heiltrank. Ich habe ein paar zusätzliche Materialien, die wir diesmal verwenden können. Wenn ihr eure Heiltränke weiter verbessern oder Elixiere herstellen wollt, müsst ihr eure eigenen Zutaten sammeln. Ich verlasse diese Mauer nicht. Nie wieder. Nie wieder. Okay. Das heißt, auch nochmal hier. Der Kessel ist heiß. Was braucht ihr? Da haben wir ja genug von, ne? Hier, Spielerstufe 10. Mit 20 können wir dann weiter verbessern. Und immer so weiter bis Stufe 90. Ja. Okay. Wir haben auch Elixiere, die wir herstellen könnten. Die geben uns natürlich diesbezüglich ein bisschen mehr EP, ein paar Bonis, aber völlig egal. Wir können Ressourcen verfeinern, ja, damit wir noch besondere Ressourcen kriegen. Oder Räucherwerk herstellen. Das gibt uns natürlich dann halt für 20 Minuten lang einen Buff. Ist eigentlich ganz nett, aber ja. Ich meine, wir sind in der Levelphase. Wir leben von der Hand in den Mund. Ne? Von der Hand in den Mund. Ja. Hallo. So, das heißt, das haben wir dann auch schon mal gemacht. Jetzt heißt es hoch in die Kapelle. In die Kathedrale. Kathedrale, Entschuldigung, stimmt. Die Kapelle ist ja das kleine Ding. So, dann einmal mit der guten Prava reden. Das sieht schon sehr stark aus alles, ne? Ja. Ich finde das echt schick. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Ja, klar. Ich benötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Okay. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, Gesundheit. Wo er hingehört. Jo, sorry. Und danke. Okay, ich frag dir mal eben aus, ne? Inarius hat das vorhergesagt? Er erhielt eine Prophezeiung. Licht durchdringt das Herz des Hasses. Er wusste, was das bedeutete. Es würde sein Schicksal sein, Lilith zu töten. Und wenn er das tut, wird er erlöst und erneut in die Himmel aufsteigen. Ach so, er möchte wieder zurück in den Himmel. Was ist ein Korvalar? Eine unserer Verteidigungen gegen die großen Übel. Wir bekämpfen Terror mit Glauben, Hass mit Mitgefühl. Wir haben die mächtigen Türme von Korvalar gebaut, um der Zerstörung standzuhalten. Mhm. Und was wisst ihr über die gute Mutter?
Als Kind war sie krank, von ständigen Anfällen geplagt. Aber Inarius hat sie geheilt. Als ich sie traf, war ich ein Sünder. Aber ihr Glaube zeigte mir, was ich sein könnte. Niemand ist besser dazu geeignet, uns zu führen. Die gute Prava. Okay, Hammer. Ja, dann auf nach Korvala. Oha, das ist aber eine Ecke weg, du. Na gut, können wir ja auf dem Weg noch ordentlich schnetzeln. Erstmal aus der Stadt raus. Einmal aus der Stadt. Jü. Ah, let's go, let's go. Wie du immer ganz kurz verschwindest. Ja, du auch. Das ist schon sehr mysteriös. Ach so, wir hatten ja sogar noch die Nebenaufgabe, wo wir hier irgendwie so Geister umhauen sollten. Ja, aber das war, weil wir immer wieder irgendwas aufheben gehoben haben. Ah, da, guck mal, da ist sie. Ich glaube, das hat was mit dieser Exorzistentruhe zu tun. Exorzistentruhe? Ja, ich weiß nicht, ob du die auch hast, aber... ich habe auf jeden Fall eine Exorzistentruhe. Nee. Ui. Oh, ein Ring. Ich habe einen blauen Ring gefunden. Sehr gut. Ja, schnetzen wir uns einfach jeden durch. Ist ja kein Thema. Nee. Ah, so habe ich eine höhere Mana-Regeneration. Das ist gut. Ja, dann mal rein hier in die Party. Oh, jetzt sind auch viele, du. Jo. Es ist getan. Ach, wir haben es schon geschafft. Fertig. Okay. Ja. Wäre ja eigentlich direkt weiter, ne? Oh, wir haben eine Kiste als Belohnung erhalten. Das ist nett. Oh, der Weg ist versperrt. Hihi. Grabstock. Ja, wir müssen... oh. Zip. Ich habe neue Handschuhe bekommen und die sind sogar... nice. Gelb. Yeah. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Endlich mal Loot. Ach du meine Güte, ja, ich sag ja, das Gebiet ist echt groß. Achso, wenn du einen Dungeon hast, oh, da oben ist ein Event, sollen wir das machen? Ja, können wir gerne machen. Ich bin noch nicht bereit. Schamano Mount. Okay. Boom. Riten des Aufstiegs. Sehr schön. Loot! Oh. Was Gelbes! Ja, GZ.
hatte einen Zauberstab, der ist aber natürlich nicht besser. Nun gut, haben wir das gemacht, können wir weiter. Achso, wenn du einen Dungeon hast, wollte ich eigentlich sagen, dann sagst du Bescheid. Ja, hier unten den. Was, den da? Hier unten? Hm? Ja, dann lass er doch eben reinspazieren. Oh, Vorsicht, da oben ist der böse Elite. Was ist los? Wollen wir spielen? Ich habe kaum noch Mana. Wow. Das waren eine Menge Gegner. Sehr gut. Was bekommst du denn hier Schönes? Nur Totenbeschwörer. Achso, Totenbeschwörerzeug. Okay. Schau mal eben kurz, einen Punkt kann ich noch einsetzen. Ja, bist schon wieder. Ah, schon so. Wieder Level up. Ja. Ja, gut, das so einen großen halt Unterschied haben wir aber nicht. Weil bei dir müsste es ja auch gleich blink machen. Nee, der ist größer als den, den wir vorher hatten. Ist ja halb so wild. Aber macht ja nichts. Ja, eben. Geht's unten weiter? Oh. Zerstört 3 Skelettkonstrukte. Oh, eine prächtige Truhe immer. Oh, leider nur Müll. Ein Schrein, ein tödlicher Schrein. Schön einmal im Kreis gelaufen. Ja, macht nichts, wir haben Schrein. Oh, ich habe neue Füße. Ja, die nehme ich mit. Wäre schön, wenn du keine Füße hättest. Blitz, Glückstreffer, Chance, Schaden gegen entfernte Gegner. Ja, ist egal. Ja, stimmt. Dann müsstest du mich hinter dir herschleifen. GZ. Danke. Ein Breitschwert, das kann ich doch bestimmt hier nicht tragen. Huch. Warte, hier. Der ist für dich. Räusper, räusper. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Na gut. Ein Versuch war es wert. Das ist schon. Mir fehlt das nötige Mana. Okay. Das war 1, ne? Ja, müsste. Also Frost ist auf jeden Fall schon ganz lustig, aber irgendwie fehlt mir da massiv der AOE, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist... Falle. Sind wir noch richtig? Ja.
Ah, da. Da ist er. Boah, sind halt viele. Oh, ich habe ihn eingefroren. Cool. Stirb. Danke. Eieieiei. Ich habe mich einfach so durchgewirbelt. Ja. Oh, was ist das? Eine Ritualstatue. Oha. Was kommt denn jetzt? Töte die Gegner im Ritualzirkel. Ich habe kein Mana mehr. Ich halte hier die Stellung in der Mitte. Okay, das ging schnell, danke. Boah, das sind immer viele. Ich kann nichts mehr machen, ich hab kein Mana. Freeze! Nice. Okay, wow. Ach, sieh mal alleine an und wir kriegen jetzt schon kleine Steine. Das ist auch nett. Sehr schön. Eine Skelettkonstruktion ist noch offen. Ja, die suchen wir jetzt auch gleich. Die ist dann wahrscheinlich ganz nach oben. Ich habe einen harmonischen rauen Stab. Das heißt, oh, ich habe auch einen Zweierstab bekommen. Cool. Einfach das nehmen mit mir, Russi. Ah, nee, den kann ich auch nicht tragen. Warum? Ja, warte mal, das ist, finde ich aber immer noch besser, oder? Naja, oder auch nicht, egal. Der ist für Druide, jo. Ah, okay. Ja, tut mir leid. Kann ich leider nicht nehmen. Ja, ich habe eine neue Fähigkeit. Boah, was ist das denn? What? Huh? Das ist aber nicht die Eisrüstung, ne? Nein. Mir fehlt das nötige Mana. Matsch. Wir sind fertig. Wir können weiter, ne? Ja. Nee, das war wie eine meine Ulti oder so. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Kommt jetzt. Moment. Ja. Jetzt kommt ein fetter Boss oder so, ne? Ja, einen Moment. Nee, ich meine ja nur. Jetzt weiter. Boah, was ist das für ein Ekel? Freeze. Okay, das macht ihm gar nicht so viel. Gleich gefroren. Du meinst gestunt? Ja, oder gestunt, ja.
Okay, es ist natürlich schon anstrengend gegenüber Bossen. Also Wirbel mal Schlosser gegenüber Bossen. Ja, dir macht das Spaß, ne? Das bewirkt leider auch nicht so viel. Boah, wir haben ihn. Bah! Gelbes. Ja, habe ich auch. Cool, haben wir geschafft. Dungeon einmal verlassen. Ah, also das ist schon ein ekliges Tier, finde ich. Ekelitsch. Ja, das war... eklig. Schaden für Blitz. Das ist immer wieder dasselbe, ne? Warum immer Schaden Blitz? Heilung krank für Kugelblitz. Der will unbedingt, dass ich Blitz spiele. Aber gut, Leute, das war's wieder mal. Den ersten Dungeon erfolgreich gemeistert. Eieieiei. Und wir kriegen langsam aber sicher ein bisschen Loot. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.